Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Breath Edge und gleich vorneweg eine kleine Ankündigung. Also erstmal, wir sind das letzte Mal gestorben. Ich habe jetzt zum Auslocken hier das Technik-Shuttle bei diesem Sturmding kurz gewählt gehabt, wegen der Luft. Ich habe ungefähr wieder an die Stelle gespielt, wo wir gestorben waren. Wo ist denn das Naturteil? Kleine Ankündigung vorneweg schon mal. Ach, das war das hier hinten, glaube ich. Es wird jetzt die letzte Folge sein. Die wird auch nicht sehr lange gehen, die Folge. Ich werde schon mal zurückfliegen und nebenbei ein bisschen kurz auf die letzte Folge eingehen. Also das Let's Play, gefühlt in erster Linie, guckt sowieso nur Radorn. Es hatten, die letzten Folgen haben ja zwischen 6 und 12 Klicks. Einzelne Folgen kommen dann mal ein bisschen mehr Klicks. Also das ist selbst für meinen kleinen Kanal, schauen wir da mal schnell noch rein, viel zu wenig. Also wirklich viel zu wenig. Selbst die erste Folge hat gerade mal 30 Klicks. Also anscheinend scheint das Spiel hier niemanden zu interessieren. Deswegen stelle ich das Let's Play ein. Okay, da können wir Luft holen. Hier haben wir einen handlichen Schaber. Allerdings leider ja, Soda-Automat. Okay. Genau, deswegen stelle ich das ganze Ding hier ein. Ich weiß noch nicht, wie ich das zukünftig mit der täglichen Folge machen werde. Wahrscheinlich wird erstmal Europa Universalis kommen täglich, bis ich da auch da fertig bin. Und mir dann ein neues Spiel suchen. Ich habe ja auch im Stream jetzt mehrfach gesagt, ich würde gerne YouTube ein kleines bisschen zurückfahren, dass nicht mehr jeden Tag zwei Let's Plays erscheinen, sondern jeden Tag ein Let's Play und dann jeden zweiten Tag ein zweites Let's Play. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Zeit zum Streamen. Es wäre so der Hintergedanke an der ganzen Geschichte. Nutze eben die Chance, dass Breath Edge hier anscheinend niemand sehen will. Ja, und habe dann schon mal ein Let's Play weniger. Wie gesagt, dann zukünftig öfter Streams. Wir werden beim Stream allerdings den einen Tag festlassen, den ich habe, also den Mittwoch. Der wird so bleiben, wie er ist. Und das andere wird dann nach Lust und Laune spontan statt. Ansonsten kurzes Fazit hier zu dem Spielchen. Ich finde es tatsächlich ziemlich genial. Erinnert mich sehr an Subnautica. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ich werde es auch für mich auf jeden Fall weiterspielen. Dann halt nicht mehr täglich, aber ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen. Die ganzen Witz, Humor, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Das ging jetzt bei mir im Let's Play leider ein bisschen unter, weil ich ja auch immer versuche, mit euch zu reden. Da kann ich nicht immer auf den Text unten achten oder es geht mal der Sauerstoff aus oder sonstiges. Das ist ein bisschen ungut, aber trotzdem, ich empfehle jeden, der Bock hat auf solche Spielchen, schaut euch das Spielchen an. Ich finde es, ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Spiel. Für die paar Leute, die eingeschaltet haben, vielen Dank hierfür. Ich hoffe, man sieht sich in einem anderen Let's Play wieder. Ja, und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das Let's Play an der Stelle einstelle. Gut, vielen Dank. Servus.